Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute nochmal BeamNG und zwar habe ich mal wieder etwas Schönes vorbereitet. Und zwar werden wir heute versuchen, mit unserem Fahrzeug durch Betonmauern zu fahren. Also durch Betonwände zu fahren und gucken mal, wer am weitesten kommt. Ich würde sagen, wir fahren mal hier ganz sanft an mit dem Park Ranger Fahrzeug hier, ne? Kann ich hier irgendwie Sirene anmachen oder so? Okay, ihr seht schon, wir haben gerade mal die erste Wand umgehauen. Nicht mal durchschlagen, wir stecken ja immer noch drin. Wir brauchen auf jeden Fall was Krasses. So Leute, wir machen jetzt weiter mit der Highway Police, mit dem schönen BMW. Mal schauen, ob wir damit weiterkommen. Auf jeden Fall hat der Motor mehr drauf. Und hält sie. Oh nein, ich spiele verdeckt. Digga. Ich sehe das ja jetzt erst. Was ist denn mit dem Auto? Das war ein BMW jetzt. Das ist einfach. Das sind diese alten Spielzeugautos. Die hatten auch immer. Okay, wunderbar. So, als nächstes schnappen wir uns mal ein etwas schnelleres Auto noch. Und zwar nehmen wir uns hier den. Doch schön aus. Gehen wir mal Gas. Er schaltet aber schnell. Hat der 8-Gang? Ne, nur 6-Gang. Fährt ganz schnell. Der ist nicht so kaputt gegangen, aber der ist auch irgendwie nicht so abgegangen, was das Fahren angeht. Okay, Leute, ihr wisst alle, wir brauchen was Krasseres. Ich nehme jetzt hier mal den Offroad-Wagen, oder? Ne, wir nehmen uns Sequenz hier. Komm, wir nehmen uns den hier mal. Ja, einfach den Race, den krassesten. So, ja, schön im Race-Modus. Boah, Digga, der Motor geht ab. Okay, wir haben die erste Wand auf jeden Fall durchbrochen. Aber weiter schafft auch der es nicht. Aber ich würde sagen, der hat bis jetzt den Rekord, oder? Oder war das der BMW am Anfang? Bin mir nicht sicher. So Leute, wir als nächstes probieren was mal mit einem. Mit hier so einem, oder? Wir nehmen den. Der sieht gut aus, der sieht was stabiler aus. Weil ihr merkt, die Geschwindigkeit ist nicht alles. Wir brauchen Kraft. Dadurch. Nee, ach du Schande, der hat ja ganze Auto. Okay, nee. Der Wagen. Aber der fährt noch.
Okay, die Achsen sind alle Schrott. Okay, ne, da war es auch nicht. Okay, Leute, wir holen uns jetzt mal eine von meinen Waffen raus. Und zwar nehmen wir mal den Destroyer. Ah, der kaputt. Ey, der funktioniert ja gar nicht mehr richtig. Also die Schäden sind jetzt nicht... Ja, okay, doch. Ja. Schäden sind jetzt aber auch nicht so extrem. Aber ne. Ich glaube, dass durch das neue Update von BeamNG können die Fahrzeuge, die man aus anderen Programmen gemacht hat, nicht mehr so gut arbeiten. Aber Leute, so, ja, jetzt reicht es. Jetzt brauchen wir einfach mal so einen judenstabilen LKW hier. Nehmen wir den hier. Sieht gut aus. Nehmen wir die Rampe, wir wollen nicht direkt übertreiben. Hallo Kasti. Na? Mhm. Ganggetriebe. Da kommt bestimmt noch 12 da, ja. Ich kann sagen. Oh, jawohl, wir haben die zweite Mauer angebrochen. Der Motor ist uns leider komplett davon geflogen. Da, Jungs, dem Motor, dem geht es überhaupt nicht mehr gut. Ja, der Kühler ist komplett in den Motor rein. Der Motor hat, glaube ich, das Getriebe. Warte, kann mal so liegen bleiben. Ja, guck mal da, der. Oh. Hallo, bleib liegen. Da, guck mal. Der Kühler hat den Motor richtig nach hinten gepfeffert. Und der Motor hat das komplette Getriebe rausgehämmert. Achse hier ist komplett raus. Und der Auspuff ist auch komplett hinüber. Ja, also. Aber der hat es weit geschafft. Weiter als alle anderen. Aber ob wir einen finden, der durch alle drei Mauern durchkommt, das werden wir jetzt herausfinden. So, Leute, jetzt werden wir uns den hier schnappen. Wenn der es nicht weit schafft, dann weiß ich auch nicht. Und der hat sogar Nitro. Schon beschädigt wegen Lachgas. Ja. Ach Scheiße, der ist nach unten gedrückt. Ja, warte, den biegen wir aus. Ups. Jungs, Alter, guck mal, der ganze Grundrahmen hat. Der ganze Grundrahmen hat sich verbogen. Muss vorne die Schnauze hochbiegen. Ups. Thank you.
Warte, kriegen wir den nochmal zum Fahren? Der ist ja nicht kaputt. Hä? Die Reifen drehen sich nicht mehr, oder? Nee, schade, der hat es auch nicht geschafft. Erstmal gucken wir, ob überhaupt der Bus da durchkommt, ob er überhaupt was erreichen kann da. Hat das hier nicht der Reifendruck? Hat ein Bus? Ist das nicht der Reifendruck in Bar? Das kann doch gar nicht sein, dass der 34,5 Bar auf dem Reifen hat. Das geht doch nicht. Das ist doch nicht möglich, oder? So. Oder? Der hängt auf dem Stein fest. Ah, okay, da sind einfach zu viele Steine im Weg, die den blockieren. Ja, cool, cool. Oh mein Gott, ich hab ihn! Jungs! Ich hab ihn! Der vom LKW war cooler. Aber egal, ich hab den vom Bus. Weg mit dem. Okay, Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wenn der es nicht schafft, dann ist das... Also, dann ist es krass. Wenn der es dann nicht durchschafft, dann weiß ich. Oh shit, nein! Ich hab's nicht geschafft. Fehlt das? Ja, ich will da aber einmal so komplett durch. Also, das ist schon echt krass, wie der da durchmettert. Nein! Ja, gut, ne? Der Motor... Ist der... ist das hier der... Ne, das ist nicht der Motor. Der Motor ist raus, ne? Der Motor ist rausgeflogen? Ach nein, der Motor ist ja in die Luft gegangen. Stimmt ja. Okay. So, Leute. Ich hab das Ding jetzt... Irgendwie, das ist die Kurve, da habe ich natürlich scharf. Aber wir wissen alle, dass der da auch wenn wir da nicht mittig durchgebrettert sind, der alles umhaut. Das ist also der Bus, der absolute Gewinner. Vielleicht seht ihr ja jetzt nochmal das Endergebnis, wer welchen Platz erreicht hat. Genau. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Abonniert meinen Channel, falls ihr es noch nicht getan habt, um mich zu unterstützen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.